So, und damit herzlich willkommen zu einem Test von DCS World. Ich habe jetzt einfach das Spiel direkt gestartet und auf Aufnahme gedrückt. Ich glaube, ich habe keinen Account. Kann ich das weg? Ja, das kann ich wegmachen. Ich habe es vorhin schon mal gestartet, um Einstellungen zu tätigen. Ich hoffe, das ist immer noch das richtig. Ja, das sieht richtig aus. Okay. Ich möchte dazu sagen, ich bin ein absoluter Kack-Noob in Sachen Simulation. Zumindest was Flugsimulation angeht. Sehr viel mehr habe ich noch nicht gespielt. Was haben wir hier alles? Training, Wiederholung, Missionseditor. Komm, machen wir einfach mal schnelle Mission Nation Russland. Start von. Ich nehme einfach mal Parkposition. Schwierigkeit leicht. Einsatzgebiet Kaukasus? Ja, mehr kann man nicht auswählen. Jahreszeit, stopp ich. Wir machen mal Sommer. Wetter. Sturm, Niederschlag, wolkig. Machen wir mal wolkig. Zeit. Ja, 12 Uhr. Passt schon. Fliegen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Meine bisherigen Erfahrungen mit Simulationen sind so, dass die nicht den allgemeinen Steuerungsschema entsprechen. Also wird wahrscheinlich nicht irgendwie sein, mit WASD fliege ich das Kackding, sondern wahrscheinlich irgendwie anders. Aber ich bin mal gespannt. Ich spiele übrigens nur mit Tastatur und Maus, also ich habe jetzt nicht irgend so ein mega geiles, super duper Special Equipment. Das doch, ich habe einen Joystick, aber der ist glaube ich gar nicht angeschlossen. Ne, ist er nicht. Also, Joystick ist relativ, mit dem habe ich auch schon vor 6 Jahren ein Autorennspiel gespielt. Das ist wo steht denn da? Da ist gerade irgendwas rausgefallen. Logitech ATK 3 oder Attack 3. Du hast schon eine lange Ladezeit nebenbei beim. Ach, du blödes Kabel hier. Jetzt habe ich den Joystick auf mein Headset-Kabel gestellt und mir damit das Headset halb vom Kopf gerissen. Was ist das jetzt für ein Kabel? Weg damit. So. Staubig. Ja. So. Was steht hier? Hinweis. Ja, toll. Details. Beschreibung. Titel. Schnelleinsatz. Start bei bla bla bla. Meine Aufgabe. CRS. Keine Ahnung, was das bedeutet. Toll. Bedrohung, ja, das ist schön. 29 Grad, das ist auf jeden Fall schön knackig warm. Okay. Wir sind gerade ein Stück runtergefallen, richtig? Es laggt leicht, kann ich rauszoomen? Ja, kann ich. Okay, warum ruckelt es? Es ist ein wenig am Ruckeln, wie ich finde. Oh, wie schön. Ich kann mit der Maus auf den anderen Monitor. Ganz wundervoll. Okay, ja, ich muss wahrscheinlich Knöpfchen drücken. Mann, es ist meine. Scheiße. Ich komme nicht mal mit der Maus klar. So. Okay, also ich denke mal, ich kenne die Steuerung nicht. Steuerung einstellen. Oh, das ist eine Menge. Okay. Vereinfachung klingt auch gut. Auf den nächsten Bodes. Okay, nein, das ist es nicht. Schnellstart eventuell. Aktive Pausefunktion. Keyboard. Links Shift, links Windows, Pause. Das lassen wir lieber. Sensoren, Sichte, Systeme. Bremsfallschirm, gut zu wissen. Cockpitbeleuchtung, das ist L. Cockpit Kanzel. Links Control und C. Oder merke ich mir gerade noch, aber rechnen. Ach, ist das nicht wundervoll? Ah, super. Oh, warte mal, ich glaube. Moment. Ich meine, ich habe es das letzte Mal sehr leise gedreht. Ja, stimmt. Machen wir wieder einen Ticken höher. Dann hier hin. So. Dann eventuell dieses Thema anschalten. Wie mache ich das denn? So, dann System. Fahrgestell einfahren. Aha. Elektrik. Rechts Shift plus L. Okay. Was haben wir noch?
Triebwerkscharten, genau. Triebwerk starten. Rechts Shift C. Nee, gar nicht. Hier, Triebwerk starten. Rechts Shift Post 1. Okay, das ist Treibstoff ablassen mit R. Schleu. Entschuldigung bitte, aber das muss ich. Warte, wie war das? Störung E? 1, 2, 3. Oh! Scheiße, ist das laut! Oh, oh. Oh, was ist das? Hab ich mich erschrocken? Ach du Scheiße. Oh, oh, wir haben keinen Kopf. Okay. Ah, cool, da liegt jetzt der falsche. Also mit dem WASD kann ich nicht laufen. Mit Pfeiltasten. Ah ja. Hier haben wir den Sitz. Toll. Also. Wow. Oder wir sind eine richtige Eule. Cool. Also es gibt das Spiel wohl auch mit VR-Unterstützung. Da ich jedoch so einen Scheiß nicht besitze, machen wir das nicht. Ah, was liegt da? Was ist das für. Ach, das ist die Cockpit-Kanzel, hieß die, glaube ich, von den Einstellungen. Da haben wir die Räder. Moment. Mal hier lang. Um den Flügel rum. Rumherum, genau. Drumherum. Deutsch, junger Mann, Deutsch. Bäh. Sehr interessant. Ich habe das Gefühl, dass manchmal die Kamera nicht richtig reagiert, wenn ich die Maus bewege. Bäh. Bäh. Aha. Höchst interessant. Okay, aber ich starte das Ganze jetzt einfach mal neu. Wie mache ich das? Per Escape. Oh, das habe ich instant reingedrückt. Fortfahrtstörung. Okay. Das muss doch irgendwie gehen. Also irgendwie geht das auf jeden Fall, das weiß ich. Mein jetzt irgendwie. Okay, weil deshalb habe ich mich nicht hier auf konzentriert und nicht auf das, was es eigentlich sein müsste. Achsenbefehle allgemein, da muss es doch dabei sein. Bildschirmfoto, Briefing, ein neues Flugzeug bekommen, wiederbeleben. Rechts Control, rechts Shift und Tab. Also das, das und das. Okay. Einmal eins. Huh? Oh. Wow. Was? Warte, warte, du kommst so weg. Was war das denn? Unseres wurde, glaube ich, in die Luft gesprengt. Ich meine, so kann man es natürlich auch machen. So, warte, wie war das vorhin? Steuerung C? Ja, guck mal, habe ich sogar gemerkt. Dann was war das andere? Triebwerk starten war. Shift plus 1? Nee. Anderes Shift? Nee. Steuerung? Nee. Muss ich eventuell erst die Dings anmachen? Also ich habe übrigens keine Ahnung von wie man ein Flugzeug fliegt. Gucken wir mal. Bremsweite, wo ging das mit Elektronik? Hier. Rechts Shift L. Okay. Rechts Shift und L. Warum piept es? Okay. Ich weiß nicht mehr genau, welche Sprache er da spricht. Okay, da bewegt sich irgendwas. Okay, gut, ich verstehe natürlich nicht ein einziges Wort Russisch. Ich weiß auch nicht genau, warum das hier jetzt am Piepen ist. Ah. Was ist gerade bewegt? Oh Gott. Ich bin gerade voll panisch. Ich war wieder auf meinem Monitor, ach du Kacke. Okay, jetzt wieder Systeme. Fahrgestell und Ausfahren, das brauchen wir nicht. Landeknappen. Knappen, genau. Klappen. Luftbremse. Radbremse ein. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ah, guck mal, man kann sogar die Triebwerke einzeln anmachen. Schleuder auslösen, das ist da super. Das kann man auch irgendwann mal wieder ausprobieren. Waffennotabwurf. Zusatztanks abwerfen. Okay, besteht nicht, wie ich dann mal ein bisschen Schubrakete mache hier. Oder meine andere Frage: Wie genau steuere ich das Ding denn, wenn es denn fliegen soll? Achsenbefehle. Kamera nach links, rechts drehen. TDC horizontal. Was ist das denn schon wieder?
Allgemein, was haben wir denn da? Ausgewähltes Flugzeug steuern. Steuern, genau. Bildschirmfoto, Briefing, ein neues Flugzeug bekommen. Wiederbeleben, genau. FPS-Anzeige, Zusatzinformationen, Pause. Was genau ist Pause? Ich weiß es nicht. Fenster für Auftanken und aufmunitionieren, Mission beenden, Pause per Pilot darstellen. Schiff, Abflugsposition, Sound, Steuerachse. Nee, doch, Steuerachse. Okay. Zeitbeschleunigung erhöhen. Aha. Verringern. Links, Alt und Z. Das probiere ich mal. Linkes, Alt und Z. Aha. Oh. Ah. Warum piept das? Ah. Oh, wir sind aufgefordert zu piepen. Okay, ich bin verwirrt. Scheiße. Der Flugkontrollen. Höhenruder drücken. Nase nach unten, Nase nach oben. Per hoch und runter. Also, wie ist genau? Hoch und runter. Mann, die. Was ist denn jetzt hier hoch und runter? Welche Taste entspricht hoch? Ja. Eventuell die Dingsies. Ach, wie heißt es hier? Die Pfeiltasten. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Bild runter. Linken Schubhebel vor. Zurück. Querruder links. Querruder rechts. Okay. Gasangriff. Gasgriff. Gott. Gasangriff. Der Gasangriff. Trimming. Okay. Ich probiere es gleich erstmal. Warte. Das ging noch. Warte, ich habe da eben gerade irgendwas gelesen, dass man auch die Kamera umstellen kann hier. Wo war denn das? Moment. Wir haben es gleich. Ich denke mal, dieses letzte Test wird sich überwiegend auf hier rumstehen und irgendwie versuchen, das Ding zum Starten zu bekommen. Okay, also wenn ich es richtig gesehen habe, läuft das hier. Wenn ich mich nicht irre, und ich werde das wahrscheinlich tun, sind das hier die Umdrehungszahlen von den Turbinen. Denke ich. Okay, das sieht mir nach einem Schubhebel aus. Moment, wenn ich jetzt hier mit den Pfeiltasten. Da bewegt sich da was, das ist schon mal toll. So, wie hier vorne los? Okay. Bewegt sich da jetzt was? Da müsste rein theoretisch jetzt. Ah ja! Oh! Aber das piept. Warum piept das? Hör auf zu piepen! Das ist wie. Oh! Ja, es sieht mir nach Bremsen aus. Warte, ich mach mal hier mehr. Einfach aufdrehen. Was passiert? Okay. Wenn ich das jetzt nach hinten ziehe. Meine Maske kann schon schief gehen. Was kann schon schief gehen? Wer braucht schon Landebahn? Wir starten Querfeld B. Wird schon schief gehen. Oh, wir fliegen doch nicht. Nichts mehr raus hier. Oh, ich war so kurz davor, das Ding auszuwählen. Was ist das? Warte, wie war das vorhin? Irgendwas mit Alt und J? Das Flugzeug kann ich. Oh. Was war das andere? Das ging doch irgendwie, dass man. Oh, es ist so laut. Ich weiß wieder, warum ich das vorhin so leise gestellt habe. Okay, ja. Wie hätte ich das vorhin gemacht? Mit nochmal neu machen dürfen? Mausgeschwindigkeit, Tastaturgeschwindigkeit, aha. Ja. Ja, hier war das mit den Sichten verändern. Ja gut, Kontrolltafel, Konsole umschalten. Irgendwie ging es doch vorhin, dass man ein neues Flugzeug bekommt. Also wie war das nochmal? Debug, Kommunikation, Padlock-Sicht, Sicht erweitern, Sichten, allgemein eventuell. Neues Flugzeug bekommen, da. Rechts, ah ja, genau.
So. Alt, Tab. Nein. Was war's denn? Ah ja, so ging's. Oh, weg damit. Ich möchte gerne wieder ein Stückchen rauszoomen. Ja. Okay, so wie war das vorhin mit Steuerung E, nicht E. C war das? Ja, guck mal hin an. Dann war für die Elektronik wie Steuerung L? Steuerung L? Nee, Alt L? Shift L? Ah, Shift L war's. Entschuldigung bitte. Okay, dann da muss ich mal überlegen, wie war das nochmal mit den Turbinen? Immer mit Purs 1. Ich gucke einfach mal. Okay, das selbst noch nicht. Warte. Nee, Steuerung war. Shift war's. Genau, Shift. Jetzt läuft's hier. Rotation pro Minute, okay. Es dreht jetzt langsam hoch. Ah, super. Das ist doch glatter Wahnsinn. Okay, dann, war das? Nee. So, Alt plus? Nee, nur plus? Nur plus war's. So, ja, vielleicht nicht ganz so viele. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wenn wir den hier machen, wir, also, ne, wenn wir zur Seite uns bewegen wollen, dass das nicht funktionieren wird, oder? Yep, das funktioniert nicht. Ja, einfach unglaublich. ich muss lauter sprechen, sonst schaltet sich das Mikrofon nicht ein. Das ist doof. Ich weiß leider nicht genau, wie das geht. Z eventuell? Warte mal. Halt dein Maul. Hat der F. Genau, so. Er muss irgendwie herausfinden, wie ich es hinbekomme, dass ich das Höhlenruder da verwende. Oder ob es geht, dass sich das Ding da dreht. Also wir müssen jetzt irgendwie eine Kurve fahren. Wer steht denn da einfach rum? Was macht denn der da? Ah, das ist wundervoll. Okay. Ah, guck mal, die Dinger laufen tatsächlich. Klasse. Dann möchte ich... Also wie man sieht, wenn man... Ich drücke jetzt gerade die Pfeiltaste nach rechts. Und das wurde quasi das ganze Ding einfach nur in der... Warte mal, wo ist meine Maus? Die ist auf meinem Monitor, toll. Es würde sich jetzt rein theoretisch nur drehen, aber wir wollen hinten das... den mittleren Dingen da... Wie nennt sich das denn? Hier, das, den Flügel da mit dem Sternchen drauf. Das Ding wollen wir zur Seite biegen. Oder ist jetzt zumindest mein Plan, damit wir hier eine Kurve fahren können. Oder ist es irgendwie noch möglich, dass vorne, dass wir eine Lenkung in dem vorderen Rad-Ding haben. Vorfindhafer, also man merkt übrigens, dass ich ein absoluter Profi bin. Ich kann absolut alles mit Namen benennen und so weiter und so fort. Cockpit-Panel-Ansicht, Dialog umschalten. Oh, warte mal, ich würde vielleicht noch irgendwas ausprobieren. Wie war das? Okay, Bodenschuh. Ich probiere einfach mal F8. Munitionieren, auftanken, externe Elektrik, bitte Reparaturfeld, das Menü schließen. Cool. Oh. Okay, wie genau funktioniert das hier? Was piept denn hier? Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir noch irgendwie hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Der Achsenbefehle, allgemein, Autopilot, bezeichnet. Autopilot kann man vielleicht automatisch einfach starten. Ausschalten. Okay, per H geht das wohl irgendwie. Autopilot mit A. Flugroute, Flugroute folgen, Flughöhe halten, Flughöhe, Cockpit-Ansicht, Bezeichnungen, alte Bezeichnungen, achso, nee, das ist nicht. Flugkontrolle, das ist es doch. Schubhebel vor, rechts, alt und, was ist das bitte? Rechten Schubhebel vor. Oh, recht. Oh, das wusste ich gar nicht, dass es geht. Man kann wohl, warte, ich mach das mal so, dann... Oh, Tatsache. So, und dann... Nein. So, dann... So. Oh, das ist jetzt quasi der Rückwärtsgang. Oh, cool. Ah, total toll.
Nur am Rumnuscheln hier. Okay, nochmal. Achsenbefehle. Nee. Nee, doch nicht. Flugkontrolle, genau. Querruder. Nee, das ist es nicht. Rechter Schubhebel. Höhenruder. Doch, es müsste eigentlich. Nee. Seitenruder. Z und X. Ja, toll, warum nicht noch zwei Tasten, die noch weiter auseinander sind. Also mit Z und X. Nee. Nase links, Nase rechts. Warte mal. Ich mach mal jetzt F2. Z. Z. X. Ah, guck mal. Cool, hä? Aber Z funktioniert nicht. Interessanterweise. Nur X. Z. Nee. Also irgendwie ist Y vielleicht. Ah, guck mal einer an. Ah, deutsche Tastatur, sei Dank. So, dann wieder zurück. So. Dann das einmal nach oben. So. Und dann, sobald wir uns bewegen, einfach mal nach da. Ah, guck mal da unten. Wisst ihr, das wüsste ich auch, dass das die Pedale unten sind. Könnte sein, dass der Typ hier mir echt im Weg steht. Okay, das ist jetzt Schub ist nach oben. Das mache ich immer wieder runter. So. Ha! Guck mal einer an. Es geht! Ha! Soll mal einer sagen, ich wäre kein guter Pilot. Okay, müssen wir noch rausfinden, wo genau hier die Startbahn ist. Wo ich mich nämlich überhaupt nicht auskenne. So, wieder ein bisschen auf die Bremse treten. Also inwiefern es jetzt sonderlich schlau ist, weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Das ist schon mal ein Anfang. Okay, warte, jetzt möchte ich gerne so. Nein, 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 nein. So. Genau. Das ist jetzt noch nicht die. Nee, das ist nicht die Flugbahn. Ich meine, die müsste da hinten dann irgendwo anfangen. Cool, hä? Kann nicht jeder. Kann ich irgendwie. So. Und das Gedönse da oben rechts weggemacht. Okay, das ist noch nicht die Flugbahn ist. Ah ne, da hinten sind irgendwelche Gebäude, das ist doch viel zu nah dran. Okay, warte. War ich schon hier schneller. Ja, noch nicht ewig Zeit. Aber hey, warte, ich gehe auf Nummer sicher, wir waren noch nicht so weit bisher. Ich meine, dass das da links die Flugbahn ist. Also die eigentliche. Moment. Nein. Oh, nicht anfangen zu trudeln. Guten Tag. Okay, warte, ich entschleunige. Ja, jetzt wäre eigentlich eine Kurve angesagt. Nein, 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 nein. Wir waren doch so nah. Oh. Das ist so eine Scheiße hier. Aber jetzt wissen wir immerhin, wie es geht. Jetzt wird es auch, glaube ich, schneller gehen. Oh. So nah waren wir noch nie. Mann. So, die Widerstörung, Schiff, top. Ah, super. Na, weg damit. Okay, dann war das. Shift L? Nee, ja, so, doch, Shift. Ich habe schon auch nicht Shift gedrückt. Dann den hier. Dann, den. Genau, und dann hier noch so ein bisschen hoch oben. Nö. Ich sollte eventuell noch rausfinden, wie genau man denn eigentlich bremst. Also die Radbremse, ne? Die Räder haben ja wahrscheinlich auch eine Bremsvorrichtung. Autopilotbeseitigung, Cockpitansicht, die Flugkontrolle. Ja, weiter unter Flugkontrolle. Flugkontrolle. Fliegen, Trümmung, linken Flügel senken, Nase, Seitenruder links. Aufdrehen, okay. Nein, hier, nur Plus, nur Minus, genau, das weiß ich schon alles. Schubhebel, Bild runter, Bild hoch, das mache ich jetzt mal nicht, weil ich glaube ich noch bei. Ansonsten bei Discord und bei TeamSpeak mich mute, beziehungsweise entmute.
Fliegen, das ist alles bei Fliegen. Wer wurde Richterhebelschub, Nase, bla bla bla. Nö, hier ist es nicht. Waffen wahrscheinlich auch nicht. Padlock. Was haben wir hier? Nicht Geländeansicht. Okay. Padlock umschalten, fixierte Zielansicht. Aha. Systeme. Triebwerk starten haben wir. Schwerlastsitz haben wir auch. Rechtes Triebwerk, Rauch. PT, interessant. Radbremse, da war sie doch. Unter W. Okay, gut. Luftbremse ist B. Aha. Landeklappen hoch runter. Okay, gut. Per. Warte, wo war das B, ne? Ne, W. Genau, W. Okay, das merke ich mir. Gut. Jetzt können wir eigentlich starten. Soweit wie dann mal die Kacke, wo man es macht. Hör auf zu piepen. So, hier. Voll Schub. Belegt ich das? Ja, gut. Das sollten wir jetzt eigentlich hinkriegen. Sehe ich dann ja nicht auch, ob ich gerade bremse? Nö. Oh, guck mal da. Da landen gerade welche. Die sind rot, gehören die zu uns? Wäre mir da nicht so sicher. Okay, gut. Gebe ich immer noch Schub? Ja. Warum bewegen wir uns dann nicht? Hat das irgendwelche Gründe, die ich so spontan rausfinden kann? Moment mal, kurz wieder die Maus hier rüber. Bup. Also würde mich auf jeden Fall mal interessieren, warum wir uns nicht bewegen. Die Dinger drehen hoch. Das funktioniert soweit auch alles. Was ist das eigentlich? Oh. Okay. Interessant. Nein, du gehst aus. Was war das? Oh. Cool. Kann ich mit keine Karte aufmachen. Ist das nicht einfach unglaublich? Das ist nach oben. Also ich mach's gerade mal wieder zurück, aber so tief verstehen tue ich das jetzt nicht. Was haben wir hier? Okay. Achtung. Okay. Es geht in den roten Bereich. Soll das so sein? Ich hoffe, ich bringe das Ding gleich nicht zum Explodieren oder sowas. Warte mal, F2. Oh, es brennt! Wie habe ich das bitte hinbekommen? Scheiße. Warum brennt es? Ich hab da doch gar nichts wirklich gemacht. Wieso steht das in Flammen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich meine, das Ding brennt einfach. Ah, ich glaube, soweit wie ich das gerade sehe, ist, war sogar meine Theorie gar nicht mal so falsch. Wenn wir dann da lang fahren und dann links und dann geradeaus und dann abbiegen, okay. Okay, das merke ich mir. Höchst interessant. Ah, jetzt brauchen wir erstmal ein neues Flugzeug. Ein Flugzeug. Ohoho. Also, das Ding brennt. Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach ein neues. Scheiße. Steuerung, Shift, Tab. Das Ding erst explodieren, bevor ich ein neues bekomme, oder was? Das kriegen wir hin. Nicht. Ha! Schau, du Nulpe! Jetzt höre ich euch gerne ein neues. Geht doch. Das tut mir immer wieder am Herzen weh. So ist ja wenigstens wieder keine Ahnung, wo genau wir jetzt hier sind. Warte, ich muss nochmal kurz gucken. Im Grunde genommen gar nicht mehr so weit weg, aber diesmal müssen wir nach links abbiegen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Natürlich nachdem das Ding gesch. Oh! Oh! Über den Balken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. So. Genug rumgeblödelt, wir müssen jetzt ein Flugzeug. Flugzeug fliegen. Oh Gott. So, und dann. Warte. Shift L. Und. Okay, dann das bleibt unten. Ich werde diesmal erstmal warten, bis das Ding von alleine ein bisschen hochgedreht ist. Shift Plus 1 war das. Ja. Okay, das startet jetzt. Naja, cool. Sowjetwombe spielt Arma 3. Wombe. Waka 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 waka. Okay, gut. Es sieht mir diesmal nicht so aus, als ob das Ding gleich in die Luft fliegt. Aber man kann ja nie wissen. Okay. What the fuck? Okay, gut. Dann. So.
Ah, wir bewegen uns. Jetzt hasse ich einfach unglaublich. So. Komm. Richtig. Du willst es doch auch. Da. Braves Mädchen. Bitte ich einfach das Flugzeug mal als weiblich. Wird es nicht, glaube ich, sogar bei Flugzeugen gemacht? Also bei Schiffen wird es auf jeden Fall schon gemacht, das weiß ich. Aber bei Flugzeugen? Keine Ahnung. Klar, für Rollen zur Startbahn 7. Ich wette, ich müsste sogar irgendwie jetzt Bescheid sagen, dass ich jetzt auf die Startbahn will. Aber YOLO. Praktisches System, kriegen das auch so hin. Was macht denn der da? Ist er irgendein Job oder steht er da nur rum? Okay, wir bewegen uns. Keine Ahnung, wie schnell wir gerade sind, aber auf jeden Fall bewegen wir uns schon mal. Moment, okay. Dann kommt mal ein bisschen Schub weg. Okay, jetzt kommt mal wieder die Maus hier rüber bewegen. So. Okay, warte, das kommt zurück. Und dann einmal abbremsen. Ach super, das funktioniert. Ach, ist das toll. Ist das hier einfach unglaublich. So. Ah, Y. Komm. So. Dann wieder ein bisschen mehr. Ist übrigens blöd, wenn hier drin alles auf Russisch steht. Allerdings man kein Wort davon versteht. Dann würde man natürlich auch wesentlich schneller durchblicken, als ich das jetzt getan habe. Okay, Moment. Ich möchte gerne. Okay, warte, ich bremse. Also ich drücke den Schub weg und dann so. So, jetzt rollen wir mal einen Ticken langsamer. Also ich persönlich habe anhand Angst, dass das Ding da hinten auf dem Boden aneckt. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das Zeug unter dem Flügel ist. Aber für mich sieht es nicht sehr sicher aus. So, jetzt möchte ich gerne wieder ein bisschen Schub rauszoomen. So. Bisschen mehr. So. Wackelt leicht. Oh oh. Na was? Auch ein bisschen rumbacken, oder? Also, wenn ich mich nicht irre, müsste sich das Ding oben drauf eigentlich drehen. Tut's auch mehr oder weniger. Ich meine, so wird damit ein ziemlich guter, sogar 10 Grad Winkel abge. Hier, ne? Von. Abgedeckt. Aber wir sind schon richtig schnell unterwegs, wa? Oh Gott. Ah. Was haben wir hier alles? ABT, Tom Mo 3, aha. Ich hoffe, ich habe das richtig vorgelesen. Wahrscheinlich aber eher nicht. Was ist hier? Muss man sich hier eintragen, wenn man hier drin war? Wie so ein Gästebuch oder sowas? Aha, irgendwelche Tabellen. Toll. Ist auch schon so ein bisschen Sightseeing. Also, ne? Jetzt soll mir einmal sagen, dass Flugzeugfliegen komplex wäre. Gib mir eine Tastatur und ich flieg das Ding. Okay, gleich kommt die Kurve. Gut, ich habe Angst. Ich mach nur mal ein bisschen langsamer. Weil ich nämlich nicht will, dass wir umkippen. Und das würde garantiert passieren. So wie ich mich kenne. Okay, bereit machen für die Kurve. Also das Ding mal möglichst nah in der Ecke da zu nehmen. Damit die nicht ganz so heftig wird. Okay, warte, jetzt gehe ich wieder drunter. So. Versuch mal ungefähr auf dem weißen Gedöns dazu stehen, um dann zu starten. Ich hoffe, das geht auf jeden Fall. Ah, Moment. Wieder die Maus positionieren. Die rutscht immer wieder hier rüber. Aber ich glaube, das kann ich nicht ändern, ne? Weil dass ich hier das Ganze, ich nicht aus dem Bild rauskomme. Weil dann kann ich nämlich hier hui und dann kann ich hier auf meinem anderen Monitor da rumspazieren sein. Fortfahren. Das ist so. Also meine Idee ist, ich fahre da vorne jetzt, ne, bei dieser grünen Zahl da, 12, ne, 17,5. Da biege ich dann ab und versuche dann relativ eng auf das Weiß zu kommen. So, ich beschleunige dafür wieder ein bisschen. Ich gebe mehr Schub. So. Ich wette, jeder, der gerne und viel Simulation spielt, der wird sich gerade an den Kopf fassen und denkt, was macht der Lappen da eigentlich? Scheiß Kackboom. So mal lernen zu spielen. Aber ich möchte sagen, dass ich dafür, dass ich gerade zum ersten Mal spiele, ich da eine ziemlich krasse Lernkurve gemacht habe. Okay, das war vielleicht ein bisschen wenig. Ein bisschen viel weggenommen. So.
Dann. Ich bin wieder auf dem anderen Monitor, so eine Scheiße. Versuche ich jetzt zu drehen. Moment, ein bisschen mehr. So. Ist tatsächlich breiter, als ich erwartet habe. Okay, wir stehen fast. Na komm. Beruhig dich. So. Oh. Beruhig dich. Okay, wir bewegen uns wieder. Ganz hervorragend. Gut, das geht doch relativ gut. So. Dann. Start. Ignition. Okay. Okay, was? Ich bin mal ein bisschen ruhiger, weil ich mich konzentrieren muss. Okay, vielleicht nicht ganz so früh hochziehen. Wir fliegen! Scheiße! So knapp! Fuck! Oh, Scheiße! Das Ding hat sich ja doch nicht gedreht! Ich. Hä? Scheiße! Aber so knapp! Oh, ich hätte es fast hinbekommen! Oh nein! Oh nein! Neues Flugzeug. Ach, geh weg, du Kack-Overlay, du. So, was soll das jetzt? So, und dann. Steuerung L. Nee, Shift L? Shift L war's. Dann. Den hier. Ja, gucken, wo wir sind. Bleh. Na, guck mal, da stehen die anderen. Das sind ja einfach unglaublich. Oh, was war das? Was hab ich gedrückt? Nee, wie war das andere? R? Nö, E? Nö. Q war's. Oh, toll. Sind so mäßig so. Hey, ich bin hier. Ah, was sind das eigentlich für andere Flugzeuge da? Kann ich da anzoomen? Mhm. Wundervoll. So, dann war das F. Nee, F2 war es nicht. F2 war es nicht. F2 war es auch nicht. F1 war. Was war das? Warte, da war gerade ein Flugzeug. Ein Helikopter. Warte, wie? Warte, die kann man doch irgendwie jetzt übernehmen. Warte, wie war das? Alt R. Nee. Okay, drauf geschissen, F1. Dann den hier. Da müssen wir, glaube ich, nach links oder rechts, ich weiß es nicht. Moment, ein bisschen mehr. Komm, beweg dich. Aber Junge. Ich habe mir vielleicht gleich mal angucken, wie genau man den Autopiloten denn startet. Dass ich dann nicht selber fliegen muss, ne? Weil wir da auf der Dingsbahn sind, machen wir das mal. Komm, ein bisschen flotter hier, ich habe nicht ewig Zeit. Oh, das war ein bisschen viel. Ja. Okay, so ist gut. Okay. Wurde mein Erfolg irgendwas mit starten? Okay, gut. Ah, ist doch super. Super. Wird doch was langsam. Ich muss echt mal nachgucken, wie genau man den Autopiloten startet. Dass der dann eventuell nach dem, nachdem wir die Dingsbahn verlassen haben, dann von alleine das Ding nach oben bringt. Achsen F4 allgemein Autopilot hier. Radar Flughöhe halten, barometrische Flughöhe halten. Das ist per A. Okay. Ich mache dann einfach mal mit A, schalte ich das Ding einfach mal und guck, was passiert. Kurve. Bäh. Hilfe! Ah, hab gerade. Ich hab das Ding schon angeschaltet. Ich hab das Ding schon angeschaltet, wollte ich gerade sagen. Okay, warte. Scheiße! Fuck! Oh nein! Ich bin ja nicht der Profi.
Kann ich das Ding hier einfach eigentlich einfach so übernehmen? Warte mal, wie genau war das denn nochmal? Ja. Einhalten Sicht, Bildschirm, Chat. Ne, Char. Chat anzeigen, verstecken, Chat lesen, nur Chat lesen. Ne, Chat nur lesen. Cockpit, Kartenansicht. Das war das, was wir bisher mal benutzt haben. Flugzeugbezeichnung, Geländeansicht. In ein anderes Flug. Rechts Alt J, genau. Okay, rechts Alt und dann J. Moment. Ah. Rechts Alt J. Einstieg in Flugzeug nicht möglich. Flugzeug kann nicht gestört werden. Warum nicht? Warte mal, wenn ich dann jetzt einfach mal dann versuche, hier, dann rechts Alt J. Ist nicht möglich, Einheit zerstört. Das sieht doch noch ganz knackig aus. Oh nein, da fehlt ein Flügel. Oh, ups. Da bin ich das Ding noch gar nicht geflogen. Da ist da vorne Einschusslöcher. Sehe ich das richtig? Oh, cool. Also, so cool für mich, nicht cool für den armen Kauz, der das Ding fliegen sollte. Das Ding sieht doch noch ganz in Ordnung aus. Nehmen wir. Fick dich. Guck mal, der denn hier. Huch, ich kann die Maus nicht bewegen. Okay, Kamera kann ich im Allgemeinen nicht bewegen. Da liegen eine ganze Menge Hubschrauber rum, möchte ich mal anmerken. Ich nehme einfach ein neues Steuerungsschiff-Tab. Na, geh weg. Okay, dann bitte einmal rauszoomen. Rauszoomen! Dann war da Shift L, Steuerung C. Wir warten, bis sich die ganzen Instrumente eingespielt haben. Und Shift Post 1. Läuft doch. Ich habe übrigens keine Ahnung, was der Autopilot eigentlich macht oder machen soll. Ich bin nämlich kein Profi. Bewegen die sich? Ja, Tatsache. Dann baller ich mal ein bisschen hier Schub drin. Wird schon passen. Hauptsache, wir bewegen uns mal. Na, geht doch. Kann ich dann hier... Hurra, wir starten! Piu, piu, Feuerwerk! Ach, wundervoll. Was ist eigentlich FLP? Aber da unten noch alles. AOA. Aha. Das soll aber wahrscheinlich für die G-Kräfte sein. Ja, für... Aha. Startbahn 7. Ich habe nur eine einzige wirkliche Startbahn. Und soweit wie ich das bekommen habe. Boah, gibt nur eine. Trotzdem heißt die Startbahn 7. Das war zu weit. Einmal angleichen hier. So. Passt schon. Ich habe nur wieder Schiss, dass wir jetzt irgendwo reinballern. Dass wir jetzt hier versuchen zu starten, irgendwie so komplett ohne Funkspruch und alles. Wenn er endlich Bescheid sagt, so, yo, ich starte jetzt von Bahn, schlag mich tot. Also wahrscheinlich Bahn 7. Warum man die hier mit dieser einen Startbahn bei 7 anfangen zu zählen. Oder vielleicht verpasse ich auch irgendwas. Aber auf jeden Fall ist das nicht Startbahn 7, wenn da nur eine einzige Startbahn ist. Also. Übrigens nochmal zur Information, es ist ein letzter Test, das bisher 43 Minuten ging. Ich habe keine Ahnung, ob überhaupt das aufgenommen wird, was ich denn hier gerade mache. Je nachdem, ob es aufgenommen wird, entscheide ich dann, ob ich das denn dann auch hochlade und alles. Ich meine, ich möchte meinen absoluten Gaming-Skill natürlich niemandem vorenthalten. Wann kommt die Kurve? Da vorne gleich, okay. Wieder langsam. Ich benutze mal wieder die Dingsbremsen. An den, im Fahrgestell. Na, guck mal, ich konnte endlich mal was mit Namen benennen. Das ist ja einfach unglaublich. So, dann einmal die Kurve. Nicht umfallen! Okay. Oh, was liegt denn da? Ich glaube, das sind meine Einzelteile. Ah, super. Bäh. Die Kamera ist am Rumlecken. So. Nein, wieder zurück. Was ist das denn da? Geh mal weg. Nee, A war das. Ja. So, und dann. Ja, lauter sprechen. Jetzt hört man mich natürlich nicht. Na ja, wir haben schon mehr. So. Na, wir schon mehr.
Also mit VR ist das bestimmt ziemlich geil. Wo man dann auch die andere Hand frei hat. Weil man ja teilweise so viele Sachen gleichzeitig machen muss, dass ich da überhaupt nicht hinterherkomme. Okay, so. Dann müssen wir uns gleich da ums Kürfchen schieben. Und die Scheiße kommt wieder gerade. Ich sag ja, die kommt gerade. Will mich die Kacke ja nicht flachsen? Ach, leck mich doch. So. Passt schon. Trotzdem schiebt die sich von alleine wieder zurück. Wenn ich jetzt auch versuche zu starten, fliegt das Ding doch hart aufs Maul. Oder nicht? Mein. Ja, genauso sehe ich das auch. Kommt drauf geschissen. Ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass er hier irgendwie Blödsinn versucht. Okay, das ist jetzt so der letzte Versuch, den ich noch starte. Mäßig. Ich habe das Gefühl, dass das ziemlich schwach ist, dass ich mit den Dingsrudern, also mit den Füßen unten versuche, bisschen mäßig, weil man runterguckt, dann sieht man das Ding da oben wackeln. Dass ich damit versuche, das Ding hier auf gerade zu halten. Oder ist die Flugbahn zu Ende? Okay. Das Autopilot fliegt, ich mache nichts. Meine Hände sind oben. Warte, das Ding kommt rein. Es fliegt. Hier. Wir haben es geschafft. Nice. Geil. Kann ich jetzt eigentlich mal. Wird auch irgendwie mit A die tollen Waffen da. Wird machen, wa? War es dann D? Irgendwie ging das auf jeden Fall. Kann ich jetzt eigentlich mal. Kann ich nicht. Aber cool. Sehr cool. Cool. Gott, wie hieß er nochmal? Deine da aus Community. Mist, ich hab seinen Namen vergessen. Muss mit A, A, D, irgendwie sowas? Keine Ahnung. Waffen. Abschlussfreigabe übergeben. Links Alt W. Warte, links Alt. Das ist der hier und dann W. Kann ich jetzt? Es ist der Weiß. Ein Moment. Störung anzeigen. Hallo? Jetzt. Waffen. Abschlussfreigabe übergeben. Abwurfzahl, Abwurfintervall, Kanone. Mit C. Wechseln D. Abfeuern W. Salvenmodus. Okay, Salvenauswahl. Okay, gut. Per C. Warte, Alt B. Ändert sich hier irgendwas? Irgendein Blinklicht? Wenn ich Alt B drücke? Nö. Wenn ich C drücke, passiert auch nichts. Wenn ich Leertaste drücke, passiert auch nichts. Also die Waffensysteme sind schon mal echt der Hammer. Muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich in die vollkommen andere Richtung. Mann, die scheiß Maus steht auf dem anderen Monitor. So eine Kacke. Okay, versuch mal was. Moment. Also versuche ich mal einfach zu drehen. Na komm. Sei brav. Da haben wir wenigstens ein bisschen was an Puffer, den wir hier nutzen können. Oder wie das irgendwie. Ah, kann ich das ausmachen? Genau. So läuft das hier. So, jetzt machen wir wieder an. Und dann versuche ich wieder zurückzudrehen. Das ist ja ganz wundervoll. Ich hasse dich. Oder? Ah, nee. Oder doch? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie wir diese scheiß Waffen benutzen. Ich meine, in der Luft sind wir jetzt schon mal. Hat auch nur 50 Minuten gedauert. Hier, den Waffen. Waffen, Schuss, Freigabe, übergeben. Linkes Alt und W. Das drücke ich. Links Alt und dann W. Habe ich gedrückt.
Abwurfintervall brauchen wir nicht. Kanone C. Haben wir eine Kanone? Ich befürchte nämlich nicht. Wechseln ist D. Wo genau sehe ich denn überhaupt die ausgewählte Waffe? Wenn ich hier jetzt D drücke, verändert sich hier irgendwo was? Da blinkt was. Was ist das? Drücke D. Okay, es hat nichts mit meinem D zu tun. Da steht irgendwas mit KP. Ja, meint wieder auf die Maus hier rüber. So. Ja, C, da passiert nichts. Leertaste auch nichts. Links LP. Da passiert auch nichts. Vielleicht so irgendwie? Nee. So. Ach, fick dich. Was macht er jetzt? Warte, wie hoch sind wir eigentlich? Ich höre es irgendwo. Da, Höhe. 10.000 Fuß. Nice. Geiler Scheiß. Habe ich trotzdem herausgefunden, wie ich jetzt hier meine Waffen benutze. Vielleicht sollte ich mal das ganze andere da ausprobieren, was da noch so stand. Huch, so. Links Shift C und Steuerung V. Kanone. Abwurfintervall verringern. Abwurfzahl. Okay. Das ist das richtige Ding hier, ne? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Erinnert ihr das eigentlich von Waffe zu Waffe? Nö. Von Flugzeug zu Flugzeug. Sieht mir ganz danach aus, ja. Dann. Ich hoffe, das ist richtig soweit. Gegenmaßnahmen, Vereinfachung. Was sind das denn für Gegenmaßnahmen? Gegenmaßnahmen ausstoßen, aha. ICM, was ist das? Abwehrmaßnahmen, Radarstörkörper auswerfen. Toll. Was haben wir nicht noch so? Systeme. Hardtätigkeit, Höhenmesser, Luftbremse. Verschiedene Sachen abschalten. Ah. Ich glaube, ich muss niesen. Zumindest habe ich gerade dieses Kitzeln in der Nase. Rechtes Triebwerk, Rauch. Toll. Radbremse, Positionslichter. Ja, Landeklappen, Höhenmesser, Fahrgestell, Cockpitbeleuchtung. Was ist das? Bugradscheinwerfer, nah weit aus. Aha. Toll. Modi. Aha. Luftbodenmodus, vertikaler Raketenzielmodus. Warte mal. Abbrechen. Eins. Eins. Zwei. Drei. Da ändert sich nichts. Oh, doch, da, guck mal, ja. Eins, zwei, drei, eins. Ach, super. Es ist schon gut, dass wir jetzt hier oben sind, jedoch. Ja. Ich persönlich bin nicht so der gute Lander. Ich meine, das mit dem Starten haben wir gerade hinbekommen. Aber wie soll man das Landen auf die Reihe kriegen? Vor allem mit Pfeil und Tastatur, also hier mit denen hier, ist das auch relativ schwer. Geronimo! Warte. So. Oh, cool. Unterbrechen! Piu! Hey, wo ist es hin? Piu, piu, piu! Ach, scheiße. Okay, ich probiere mal Folgendes. Einfach weil ich es kann. Warte. Okay, 1,5 steht da unten jetzt. Also unten dieser grauen Leiste, unter AOA steht G, Doppelpunkt 1,4. Mal gucken, was es genau damit auf sich hat. Das werden wir jetzt nämlich herausfinden. Indem wir einfach mal was ganz besonders Blödes machen. Ein Moment. Die Maus wieder rüber. So, dann einfach mal. Oh oh. Oh warte, wo ist das Ding hin? Ups.
Ich würde sagen, das ist ein würdiges Ende für ein wundervolles Let's Test. Wunder ist, da haben wir schon mal gut hingekriegt. Ups. Aber das finde ich übrigens überraschend cool. Warte, wie soll das nochmal hier so ergehen? In die eine Richtung gehen, bitte. Wie dieser komischen Eule hier. Dass hier dieser Fallschirm dann einfach liegen bleibt. Es ist zwar ein total simples Detail, aber ich finde das total geil. Auch was ich bei Kirby Space Program bisher immer sehr am Vermissen war. Aber gut, KSP ist ja nicht ganz so viel Simulation wie jetzt. Ich habe den Namen wieder vergessen. DC, DCL. Mit DCS World. Da, DCS World, genau. Okay, gut, dann beenden. 55 Minuten finde ich ziemlich legitim. Habe ich jetzt beenden gedrückt? Ah, hier ist meine Maus. Die wahrscheinlich wieder nicht aufgenommen wird. Habe ich nämlich letztens erst herausgefunden. Ich glaube, die haben sich letztendlich alle gegenseitig irgendwie beschossen oder so. Aha. Feuern beendet. Feuerte. Treffer. Tod. Pilot. Tod. Absturz. Feuerbeginn. Treffer. Okay, also wir haben, glaube ich, die gesamte Action verpasst. Indem wir einfach da andauernd am Rumstehen waren. Feuerbeginn. Feuerende. Feuerbeginn. Feuerbeginn. Nee, nichts mit Ende, nur Beginn. Okay, Details. Upcoming Rounding. Aha. Toll. Na gut. Schließen. Dann würde ich sagen, was ist einmal hiermit? Das werde ich wahrscheinlich so in einem ganzen Ruck raushauen, in so einem einstündigen Video. Sonst jetzt nicht Folge für Folge geben muss. Einfach einmal und läuft. Aha. Was haben wir hier? Das ist einfach unglaublich. AH1W. Oh, sieht ja toll aus hier. Aha. Ich möchte gerne nochmal. Gucken wir mal, wie hier. Aha. Totschick. Verblüht, dass jetzt nicht automatisch von alleine dreht. Kann ich denn hier. Aha. Guten Tag. Ein totschicker Laster. Da bimmelt mein Handy. Oh, was ist das denn? Treibstofftransporter. Kapazität 60.000 Liter. Aha. Oh. Toll. Wundervoll texturiert. Dann nochmal weiter. Feuerwehrauto. Also würde ich zumindest sagen. Es ist rot, also ist es ein Feuerwehrauto. Aha. Noch mehr Panzer, noch mehr Panzer. Noch mehr Gepanzere. Ah. Also wenn der mal irgendwann das Köpfchen zu weit rausstreckt, dann kriegt er das Tor auf den Deckel. Aha, hier mit Rädern, toll. Ah. Toll. Was ist denn? Ein Zug. Schick. Elektrische Lokomotive, die Beschreibung ist ganz hervorragend. Ein schlecht texturierter Laster. Aha. Noch mehr davon. Toll. Ah, ein Bus. Der auch totschick texturiert wurde. Also wer das gemacht hat, den sollte man feuern. Ich meine, gut, es ist eine Simulation, die bekannt dafür sind, nicht besonders gut auszusehen, aber trotzdem könnte man wenigstens versuchen. Es versuchen, dass es gut aussieht. Na gut, dann beenden. Und bis zu einem anderen Video. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, eh scheiß Screenshot, die können direkt gelöscht werden. Weg damit. Ja, löschen. Dankeschön. So. Dann bis zu einem anderen Video, einer anderen Aufnahme oder was auch immer.